Ich möchte heute über das Timing bei der Belohnung etwas erzählen. Vielfach werden wir von Trainern angewiesen, das Leckerli am besten schon in der Hand zu halten, weil wir ja in 1 bis 2 Sekunden dem Hund die Belohnung geben müssen für sein Verhalten. Dies führt oft zu Trainingsfehlern und auch dazu, dass der Hund gar nicht versteht, was wir wollen. Oder dass der Hund, weil wir das Leckerli in der Hand haben, abgelenkt ist, überhaupt etwas zu lernen und das zu tun, was wir gerne von ihm wollten. Wie ist der Hintergrund dafür? Im Text führe ich aus, dass das im Zusammenhang mit Skinner ist. Wir gucken uns das einfach mal an. Der Hund kriegt von uns eine Anweisung oder die Bitte, etwas zu tun, zum Beispiel das Sitz. Und jetzt müssten wir tatsächlich innerhalb von 2 Sekunden, so wie es uns gesagt wird, das Leckerli im Maul des Hundes haben. Und das ist einfach so nicht immer zu schaffen und bringt auch eine Menge Hektik ins Training. Ich möchte zeigen, dass das so nicht richtig ist und dass es natürlich andere Möglichkeiten gibt, Ruhe ins Training zu bringen und den Hund das auch gut lernen zu lassen. Am Beispiel meiner Collie-Hündin Rena möchte ich das mal zeigen, dass sie nach viel längerer Zeit erst ein Leckerli bekommt. Danke. Und man sieht, 9 Sekunden, nachdem ich ihr das Handtuch, was sie mir gebracht hat, abgenommen hat, kommt erst das Leckerli, in dem Fall in Form eines Knäckebrotes. Sie weiß, wofür sie belohnt ist. Warum ist das so? Ich habe Danke gesagt. Und Danke gibt ihr in diesem Fall die Rückmeldung, das Verhalten, was du gezeigt hast, finde ich gut. Ob ich ihr Danke sage, einen Mundklick zum Beispiel benutze oder auch einen Klicker benutze, das ist letztendlich egal. Sie bekommt die Rückmeldung darüber. Ach, das, was ich jetzt gerade, wo ich dieses Geräusch höre oder kurz nachdem ich das gemacht habe, höre ich das Geräusch, getan habe, das fandst du gut. Und dann stellt man mit einmal fest, dass man tatsächlich in diesen Zeitrahmen von 0,84 Sekunden, im Text habe ich das ja ausgeführt, kommen kann, also in dem Bereich einer Sekunde, wo der Hund eine Rückmeldung über das Verhalten kriegt und ab da ist Zeit, ihm in Ruhe das Leckerli zu geben. Und ich habe das ja etwa 9 Sekunden später gemacht. Und diese Zeit wird überbrückt und die wird dadurch überbrückt, dass der Hund diese Rückmeldung bekommt. Bei mir ist es das Danke. Und man spricht hier von einem Brückensignal. Dieser Begriff kommt aus der Psychologie bzw. aus dem sogenannten Klickertraining. Warum klappt das? Weil das Futter, in dem Fall als Fachbegriff der Primärverstärker, angekündigt wird durch ein Wort oder ein sogenanntes Markerwort und das ist der Sekundärverstärker. Also viel Ruhe im Training durch ein Markerwort oder einen Marker wie den Klicker oder ähnliches dem Hund die Rückmeldung geben. Was du jetzt gemacht hast, hast du toll gemacht und dann haben wir Zeit, in Ruhe das Leckerli zu geben. Und wir schauen uns einfach den kurzen Film mit der Rena nochmal an. Danke.